Wir sollen hier diese Größen in diesen neuen Einheiten ausdrücken. Am einfachsten ist es, solch eine Einheitentabelle zu erstellen. Es handelt sich hier um Längeneinheit und die Basiseinheit, das ist Meter. Jeweils eine Stelle nach rechts bedeutet geteilt durch 10. Ein Dezimeter ist also ein Zehntel von einem Meter. Und jeweils eine Stelle nach links bedeutet mal 10. Ein Hektometer, das sind also 100 Meter. Wir tragen jetzt diese Zahl 250 in diese Tabelle ein, und zwar beginnend mit der Einerziffer. Diese Einerziffer schreibt man in diese Spalte ein. Also diese 0 schreiben wir hier in diese Zelle hinein und die 5 und die 2 werden dann nach links geschrieben, jeweils eine Ziffer pro Zelle. So tragen wir also diese 250 Meter ein. Und es wird gefragt, wie viel Zentimeter sind das? Also gehen wir von hier aus bis in die Spalte Zentimeter und füllen das bis dahin mit Nullen aus. Jetzt lesen wir diese Zahl mit der Einerziffer in dieser neuen Einheit. Das heißt, diese Null ist die Einerziffer der Zahl in Zentimeter ausgedrückt. Wir lesen also hier 25.000 Zentimeter. 250 Meter, das sind also 25.000 Zentimeter. Jetzt diese Zahl, 3,5 Dezimeter. Die Einerziffer ist die 3. Die setzen wir in die Spalte von Dezimeter hinein. Also diese 3 wird hier eingetragen und die 5 rechts daneben. Also so. Es wird gefragt, wie viele Meter sind das? Also füllen wir die Tabelle aus mit Nullen bis zu dieser Einheit Meter. Das heißt, wir schreiben hier eine Null hin. In dieser neuen Einheit Meter lesen wir diese Null als Einerziffer. Für diese Zahl, wenn Null die Einerziffer ist, gilt also 0,35. Was also bedeutet 3,5 Dezimeter, das sind 0,35 Meter. Jetzt diese Zahl, 25 Millimeter. Die Einerziffer schreiben wir in diese Zelle hinein, das heißt in diese Spalte von Millimeter. Und die 2 schreiben wir links davon, also so. Und es wird gefragt, wie viele Kilometer sind das? Wir füllen also diese Zeile hier aus mit lauter Nullen, bis zur Spalte Kilometer, das heißt bis da. Also so. Und jetzt lesen wir die neue Zahl mit dieser Ziffer als Einerziffer. Wenn diese 0 die Einerziffer ist, dann ist alles, was dahinter kommt, hinter dem Komma. Also diese Zahl in Kilometer ausgedrückt, das ist 0,000025. Also so. 0,4 Nullen und dann die 2 und dann die 5. 25 Millimeter sind also so viel Kilometer. Jetzt noch diese Zahl, 305 Dekameter. Wir schreiben diese 5, die einer Ziffer, in diese Spalte Dekameter hinein. Das heißt, da schreiben wir die 5, dann links davon die 0 und links davon die 3. Also so. Und gefragt wird, wie viele Dezimeter sind das? Das heißt, wir füllen diese Zahl aus bis zur Spalte Dezimeter. Also da und da gehören Nullen hin. Wir lesen jetzt ab. Wir lesen diese Zahl mit der Einerziffer in dieser Spalte Dezimeter. Wenn das die Einerziffer der Zahl ist, dann ist die Zahl 30.500. Was also bedeutet 305 Dekameter? Das sind 30.500 Dezimeter. Übrigens, diese Vorgehensweise kann man auch anwenden in diese Liter-Tabelle und diese Gramm-Tabelle. Hier ist Liter die Grundeinheit. Nach rechts haben wir Deziliter, Zentiliter, Milliliter. Und nach links haben wir Dekaliter, Hektoliter und Kiloliter. Genau dasselbe für Gramm.
Nach rechts haben wir dann Dezigramm, Zentigramm und Milligramm. Und nach links haben wir Dekagramm, Hektogramm und Kilogramm.